Wenn wir eine neue leere Word-Datei öffnen, so sind ja gewisse Formatvorlagen immer schon vorgegeben. Und die finde ich sehr ungeeignet. Also diese farbige Überschrift beispielsweise bringt überhaupt nichts. Ein bisschen besser sieht man es wieder mit der eingeblendeten Formatvorlagenpalette. Ich möchte die jetzt ein für alle Mal ändern. Da gehe ich auf Formatvorlage ändern und wähle hier wieder eine Schrift, die mir besser passt. Nehme wieder meine Helvetica Neue Fett. Die soll 18 Punkt sein. Schwarz. Und hier wähle ich zur Dokumentvorlage hinzufügen. Genauso mache ich es hier. Die Überschrift 2, die soll wiederum Helvetica Neue Fett sein, diesmal 12 Punkt und schwarz und wiederum zur Dokumentvorlage hinzufügen. Und als letztes noch die Standard. Auch die soll Helvetica normal sein, in diesem Fall 10 Punkt. Für diesen Absatzabstand gehe ich auf den Reiter Absatz und wähle hier statt einfach mehrfach 1.2. Auch hier wieder zur Dokumentvorlage hinzufügen. Dummerweise hat es mir jetzt durch das Ändern der Standard wieder die Überschrift 1 geändert. Das kann manchmal passieren, das ist typisch Word. Also nochmals hier auf 12 Punkt gehen und wieder zur Dokumentvorlage hinzufügen. So, und jetzt, wenn ich eine neue Word-Datei öffne und in diese Formatvorlage reinschaue, so siehst du, sind jetzt diese vorhandenen Formatvorlagen definitiv geändert. Für jede weitere neue Datei haben wir diese farbigen Überschriften eliminiert. Allenfalls musst du das natürlich für weitere vorgegebene Formatvorlagen auch noch erledigen.